So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Pokémon Schild. Und ich bitte mich ein bisschen zu entschuldigen für die Hintergrundgeräusche. Es hat einen Grund. Hier unten sind nämlich gerade die Gartenarbeiter, Mäharbeiter, die jetzt hier so ein bisschen den Rasen mähen. Und deswegen kann das auch sein, dass wir so ein bisschen Hintergrundgeräusche haben. Ich hoffe, das alles so weit stört. So, wir waren also jetzt dran mit Route 9. Hier ein Pokémon Schild. Und wir haben... So. Ich habe mal gerade mein Team wieder. Wir haben hier so einige Items eingesammelt und haben einige interessante TMs. Oh, wir haben 285 Tonnen. Viertelmillionen. Aber ich mir da nicht viel geholt habe. So, gucken wir mal. Was haben wir denn schönes? Steinhagel. Gucken wir mal, ob wir das selten können. Ich setze das gerade aus. Dann habe ich zumindest einen Vierer. Habe ich zwar keine zwei Fallattacken. Sondern. So. Okay. Durchbruch können wir Tektas lernen. Ich habe Überraschung. So, Scheiße. So, Galoppa schmal holen. Gut, dann nehme ich den Züchtraum heraus. Und setze mir eine Stahlattacke. Eine Stahlattacke mit rein. So. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Wir erkunden ja den zweiten Teil der Route 9. Wir sind ja jetzt unterwegs Richtung. Wer ist so schnell? Ich komme jetzt gerade auf den Mann. Ich glaube, da habe ich gerade das Wach gewonnen bin. So, okay. Die zwei Trainer hier. Das sind zwei Tänzer. Nein, es ist ein Rhythmus-Tier. Griffes und. Also Maracamba sollte nicht das Riesenproblem sein. Da funktioniert nur Griffex und die Nitro-Ladung auf Maracamba. So, das ist weg. Das kann derzeit passieren, dass wir jetzt ein gutes Geräusch haben. Ich hoffe, dass es nicht also schon Stromstoß, okay. Dann nehmen wir mal Wangrubler raus. Und ich mal eine vernünftige Attacke. Eine vernünftige Elektroattacke. Ah, stimmt, das ist ja. Ach, das ist ja Elektrogift, ne? Elektrogift ist das. Gut, dann machen wir es so. Eine Nitro-Ladung drauf. Das war's mit dir, Reflex. Das könnte 47. So. Gut. Aber hier oben nochmal ein Item, was uns interessant sein könnte. Ne? Nur die zwei Trainer. Die kommen wir scheinbar noch nicht durch. So ein 3. Hier ist noch ein Item, aber wir waren gerade in der Video-Session gesetzt. Ah, meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikefort rein. Vielleicht sollen wir uns denn doch die beide in den Bauch stehen. Ja, genau. Wie sollen wir den Unlichtarena-Leiter zum Kampf herausfordern? Wie haben die das Holter runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Psst, hier drin. So, hallo. Damit irgendwas zu tun? Und hier. Hey Mautzinger. Die Galarbeiterentwicklung von Mautzinger natürlich. Normalerweise entwickelt sich immer so als Stabilität, aber das ist nicht hier. Da braucht ihr tatsächlich ein normales Kantos Mautzi. Da kommen wir gerne hin noch. Aber wir kommen gar nicht rein. Hier können wir heute kommen. Oh, ein Kepada. Das kennen wir schon Route 8 oder so, glaube ich, war das oder Route 7.
nicht weitermachen, ne? Okay, dann gehen wir mal zu Mary. Spyford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend für meine eigene Westentasche. Jetzt erfasse ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Wenn aber Rivalen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Okay. Oh Gott, die zwei halten die wieder, ne? Wir haben uns beide als Arenaleiter hier vor. Ach, Entschuldigung, sehr Mary. Wir haben uns beide als Arenaleiter. Arena-Challenger bis hier vorgekämpft. Und wie ich dir ja schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalen. Aber für mich hängt da viel davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Gut. So, Mary fordert uns raus mit einem Kleopatra. Die sind ja meistens nur auf Pokémon. Selbst mit der Belletro sollte das kein Problem sein mit Knirsch, mit Blutland. Wir sind 42. So. Ja, der Ball ist schon weg. Gut. Und du hast einen Toxikrat. Gift. Sollte ich aber wieder sagen. Ja, Gift, Quatsch, Giftkampf ist es. Es wurde das Tanz ein bisschen aus der Reihe. Also, das setze ich da auch Galoppe ein. Und die Psycho-Klinge. Keine Chance für Toxikrat. Apfel, Level 46. Okay. Ich habe kein reines Pokémon. Aber ich hätte auch jetzt auf Dings bleiben können. Auf Galoppe bleiben können, Zauberschreien. Aber ich gehe jetzt auf Knuddler. Das müsste eine Vierfachschwäche haben. Ja. Das ist ein Schuss. Und tschüss. Und noch Pico, muss der Elektro nicht sein. Ich will ihn gerade. Geht halt immer auf Zauberschein. Ich gehe trotzdem mal auf Zauberschein. Zauberschein, ja. Und drauf. Aber die Diva hat das große Problem, sie auszuschalten. Ich werde Level 19. Texas Level 46, Belektro Level 49. Ja, Mary ist besiegt. Was sagt ihr das denn? Die Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, sie drauf haben. Nö, du warst mehr oder weniger chancenlos. So langsam verstehe ich, warum mein Mopeko so an dir interessiert ist. Du bist nicht stark. Aber sag ich dir, ich werde meine Freunde aus Spikeford aufhören, indem ich gewinne. Vergiss das nicht, ich will alle 8 Orden sammeln und erneut gegen mich antreten. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, danach. Ja, sie möchte uns jetzt in die Stadt reinschleusen. Das heißt, wir betreten jetzt das erste Mal Spikeford. Ziemlich runtergekommen, diese Stadt, von der Industriestadt wahrscheinlich. Aber als erstes werde ich mal ins Pokémon Center gehen. Laufen der Typen Team Yell rum. Hat auch seine Gründe. So, und nicht Pokémon, okay. Ja, jetzt ist natürlich riskant, jetzt Galoppe einzusetzen, aber ich bleibe bei tatsächlich Belektro vorne. Ich habe tatsächlich sonst nichts Effektives gegen diesen Typen hier. Aber es geht tatsächlich direkt los in die Arena Challenge hier in Spikeford, liebe Leute. Das Rolltor geschlossen ist, hält die ganze Arena-Challenge auf. Keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es rausfinden. Hier, die ist für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Die Ligakarte von Netz. Okay. Die Frage ist, wer ist das schon wieder? Wir werden es rausfinden.
Ja, Orion, wir kommen mit dem Spike vor. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich direkt schon los. Davor muss ich dich noch bitten, deine Uniform zu schließen. Ja, wir sind direkt schon in die Arena-Challenge gestolpert, mehr oder weniger. Also, wir sind schon direkt drin. Wir können nichts anderes machen als diese Arena-Challenge. Also, wir machen bei dir auch direkt. Also, als nächstes. Es geht schon wieder weiter mit dem nächsten Orden. Hey, Arena-Challenger, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Pott-Situation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, hier gibt es nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Ja, machen wir das doch dann. Kämpfen mal. Du fängst tatsächlich an mit einem Gyradax. So. Cool, I think. Das ist nicht okay. Dann machen wir es nochmal. So. Ah, geht doch. Galoppa, 47 lieber. So, Team Yell ist besiegt. Ich hatte mich extra zwischen diesen Wänden auf die Lauer gelegt, um mich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich verloren habe, ist es ja alles ja kuriose. Ich muss dich wohl lieber durchlassen. Na los, geh schon. Okay. Jetzt geht's eh Schlag auf Schlag. Ich denke, dass wir jetzt in kürzester Zeit die beiden letzten Orden noch holen können. Heute auf jeden Fall noch diesen Orden hier wahrscheinlich. Cool, ein Bild von... Ah, das Poster von Rose. Zwei Stück. Oh, Patimos. Da scheinen wir gerade nicht durchzukommen. Okay, dann machen wir es so. Right. Ach, da kommen wir auch nicht. Ach du Scheiße. Was haben wir denn da? Ein Challenger. Und du willst einfach so durch? Da musst du erstmal den Yell vorbei. Und das wird nicht leicht. Denn Spikeford ist unser Revier. Ja, mal so ein Vorteil. Genau, diese Stadt gehört tatsächlich die Yell. Na gut, dann mal drauf und wegen einem Kleptifix an. Gaunus, Entschuldigung. Kleptifix ist ja die Vorentwicklung. Das machen. Ich hoffe, dass ich... Ja, da muss ich tatsächlich auf Galoppa setzen. Na, jetzt gehen wir mal wieder auf den Nerv. Tschüss, Carlos. So, den nächsten Trainer haben wir schon besiegt. So, wir können jetzt einfach weiter. Pantimos. Das ist übrigens nicht Gala-Pantimos. Das ist tatsächlich die Kanto-Variante. Und da geht irgendwo das Nirnlicht an. Wir können also quasi weiter. So, das heißt, ich werde jetzt tatsächlich mein Pokémon wechseln, weil mir das so riskant ist da oben. Ich habe keinen Pokémon tatsächlich, was es könnte. Moment, ich versuche gerade was anderes. Vor allem muss ich mich jetzt mal heilen. So. Okay, dann geht's weiter. So. Die kommen jetzt mit einem Schalter und zu. Und wollen uns wahrscheinlich gleich wieder kämpfen. Bekämpfen. So. Ja, okay, ist okay. Ich muss zwar jetzt riskant, um zwischen Pokémon reinzugehen, aber mir geht's halt um die Fee-Attacke. Damit kann ich am meisten eigentlich ausrichten. Da war ja gar nichts. So. So,
Item hier, das haben wir mal ein und das ist ein Top-Beleber. Ja. Ach, da kommen wieder zwei Heilis. Die wollen es tatsächlich versuchen, das Leben schwer zu machen. Es ist ja mehr oder weniger nicht das böse Team. Das ist, glaube ich, auch das erste Team tatsächlich, das dann quasi auch eine Arena-Challenge eröffnet hat. Oh, was hat jetzt hier? Puna. Da kann ich eine Kampfattacke wählen, das ist jetzt sehr sinnvoll. Habe ich schon was dergleichen? Aber ich gehe doch mit Stahl und so. Ja. Tschüss, Runner. Wir sind halt alles nur nicht Pokémon, nein. Das macht es halt deutlich einfacher dann für mich. Tantimus. Der Weg ist frei. Ich frage mich, wie viele Trainer kommen noch. Jungs, ihr müsst hier, hier kommt ihr nämlich nicht weiter. Hier durch. Und zurückkommen wir tatsächlich jetzt auch nicht. So, hier und Dragi und Cleopatra. Hier und Dragi bin ich mir nie so sicher. Das Kampf ist tatsächlich Gift oder nicht. Wir machen es so. Cleopatra ist einfach kein, war ja nicht das große Problem. Für Draghi wird es natürlich ein bisschen schwieriger werden. Hey. Okay, das wird jetzt natürlich ein bisschen. Mal da drauf. Okay, hier Draghi ist auch dahin. Sehr gut. 48 Scantank und Giftfalle. Giftfalle. Gehen wir auch mal so drauf. Das ist jetzt noch ein Startlevel. So einen Status zu senken für das vergiftete Team. Ja. So, machen wir das so. Pah! Wieder ein geiles gewonnen. Als nächstes kriegst du mit dem Arena-Leiter zu tun. Der hat mächtig was auf dem Kasten. Gut, dann schauen wir dann durch zu sein jetzt tatsächlich mit der Challenge. Also, dann können wir jetzt tatsächlich den Arena-Leiter besiegen. Gut. Ja? Könnt ihr jetzt mal bitte den kurzen Mund halten? Ich rede. Ja, du hast mich erschreckt. Oh Gott. Tut mir leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade verklickert bekommen, dass Blackfoot für mich abgeriegelt wurde. Im Zweifel geht's einfach immer den Bach runter. Zu dem Arena-Leiter letzter ging nichts. Er steht so, als wäre alles in Butter. Deshalb hat er irgendwann die Sache in die Hand genommen. Er muss das Signal verteilt, um die Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war, keine anderen Challenger in die Stadt oder in die Arena-Challenge zu lassen. Damit hätte ein bisschen mehr gleiche Spiel gehabt und die Arena-Challenge ganz alleine gerockt. Sie wäre Ticket zum Schirmkopf gewesen. Ihre Chancen, den Schirm vom Thron zu stoßen, war damit sowas von gestiegen. Ja, ich weiß es nicht. Ist doch Betrug. Mit einer guten Fans ich mir definitiv was anderes vor. Vergiss diesmal alle Arena-Formalitäten. Gern vielleicht den Arena daraus machen. Frage, war der das gerade? Ich scheine mich gerade ein bisschen beschäftigt zu sein.
passen so gar nicht in das Bild gerade. Endlich kommt mal jemand. Als Arenaleiter bin ich nicht wirklich zu was zu gebrauchen. Man muss wissen, ich hätte schon Panik, dass mich das im Keller herausfordern würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion, ja, aber so allein zu sein, hat schon ganz schön der Seele wehgetan. In der Stadion ist Dynamax übrigens leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Na gut. Also tatsächlich mal wieder ein klassischer Arena-Fight. Und jetzt geht's los mit dem Kampf gegen Netz. Kampf um den 7. Orden. Die Regierung-Kicks an. Aber wir tun uns eigentlich nicht weh, wir haben hier nicht auf Angriff gehen, sondern auf Spezial. Ja. Oh, das ist einfach nur so eine Mist, ey, Mogelhieb. So, Zauberschein. Für ihre Tats. Ach, 48 für Galoppa. Barrikade. Jetzt schon. Okay. Barrikadas ist eigentlich sein Spezial-Pokémon. Jetzt gehe ich auf Überlo. Barrikadas ist über die weiteren Lösung von Geradak. Finde ich eigentlich eher uninteressant, weil ich die erste Attacke treffen abblocken würde. War ich da, das ist sogar noch paralysiert. Wenn ich das schon ausgeschaltet habe. Da jedes Mal. Wenn wir ein bisschen Glück, sollte das sogar funktionieren. Ja, Barrikadas ist raus. Für den Volltreffer hier sowieso. So, was haben wir jetzt? Level 50 belegt, Level 48 lieber los. Okay. Calamanero, Psycho und nicht. Ich müsste also gegen Käfer nicht viel ausrichten können. So. Ja, das ist so. War dann doch ziemlich einfach. So. War das dein letztes oder hast du noch eins? Skuntank, okay. Versuche es zu riskieren. Mit Galopp und Pferdestärke. So, der ist sich seiner Sache immer noch sehr sicher. Aber es kann alles noch passieren. Das kann ich nicht ohne. Ich habe erst mit Kreidefall an das Verfehlen, dann müsste es eigentlich weg sein. Ne, es gibt nicht die Schlag drauf.
Also die Idee war nicht dumm, bringt ja auch nichts, damit ist das Ding gewonnen. Wir haben Simon. Wir haben sieben Orden, liebe Leute. Das müsste eigentlich anders das gewesen sein. Ja. Super. Haben wir das auch. Ach Gott. Ich bin froh, dass ich gegen uns antreten durfte. An Pokémon scheint es genauso zu gehen. Hier, das ist der Unlichtorden. Du kannst jetzt alle Pokémon nicht einschließen, wenn du 55 fangen. Und eine Uniform, die gibt's auch noch. Ja, soll die Dinger einfach auf ein Konzert verkaufen. Als nächstes fordert mich bestimmt meine kleine Schwester Mary raus. Richtig, der Arenaleiter hier von Spikeford ist tatsächlich der große Bruder von Mary. Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ah, was? Der Sack war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks für dich abschauen können. Wirklich? Hm. Hör mal, Mary, es gibt etwas, was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arenaleiter von Spikeford gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arenaleiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dem Bruderherz. Ich muss dich trotzdem täuschen, weil du antwortest, nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Dann kann ich dich auch noch Arenaleiter machen. Ah ja, da stimmt ja was. Da war ja was. Okay. Dann lass mich doch mal überprüfen, ob das Zeug zum Champ passt. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Kev. Aber jetzt bin ich dran. Lass dich also vom Acker machen. Bis dann. Du hast nett für sich, was? Das ist LTM zur Belohnung. Das war die 85 Stammpauke. So. Ups. Auf Route 9 gibt es einen Notfall. Ich halte es so schlimm zu sein, dass sogar der Champ auch nicht veranrücken musste. Ja, das nett für sich, stimmt. Peter hat der Hilfe sicher gebrochen. Komm, bring sie ihm. Was? Was ist passiert? So, akutes Spikeford. Das ist, sind wir durch. Also, die Stadt gibt es nicht viel zu erkunden. Das war's. Ja, bumm. Danke, dass du gekommen bist. Aber ich gehe jetzt mit dem schon auf die Runde. Keine Sorge. Ich will, dass du und Hopp euch voll und ganz auf die Arena schön konzentrieren könnt. Ich will doch der Orden von Roy, den Drachenrennerin. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug gehört. Ich muss jetzt diesen Level eben auf den Grund gehen. Los geht's. Ich, Dedo und der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Ich muss weg. Los. So, wie soll ich diesen Tunnel durch? Das kann von der anderen Seite des Tunnels. Das mache ich schon. In Champtime! Genau, und wir machen Feierabend. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaut mal in den Link rein, den ich euch da gepostet habe, falls ihr da ein bisschen Quatsch wollt mit einigen anderen Trainern. Arena Challenge und sowas. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild und dann geht's weiter mit der. Mit unserer Story, mit unserer Reise durch Gala. Ne? Bis dann und tschüss.